Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Was zum... Wie kommen wir jetzt auf einmal hierhin? War das vorhin nur ein Traum? Ach, das war der... Mast. Ah. Nur damit sich keiner wundert, hier fliegt so eine scheiß kleine Mücke rum und die will mich gerade perforieren. Bei Alice Sachen war ein Buch, The Creator's Dilemma von Dr. Emil Hartmann. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Mhm. Oh, hohoho. Nicht runterfallen. So. Wir haben es ja nicht ganz so eilig gerade. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Mhm. Ach so. Nur ein Vogel, der weggeflogen ist. Mist. Verdammt, sind wir aber gerade eben noch pünktlich rausgekommen aus dem Auto. Naja, klarer Himmel sieht anders aus. Gott? Bist du das? Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Sie haben Manuskriptseiten gefunden. Sie können sie mit F5 aufrufen. Diese Seiten... diese Seite im Schwierigkeitsmodus Albtraum finden. Ah. Ah, Anreiz, um dann... So. Departure von Alan Wake. Dann gucken wir mal. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Das erinnert mich gerade an den Anhalter aus unserem ersten Traum. Ja, weiterspielen. Na, nicht, dass sie hier gleich auftaucht. Ich meine, wir sind im Wald. Ein nie geschriebenes Manuskript. Muss ich jetzt Angst bekommen? Es
gibt doch nichts Entspannenderes. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Hallo? Natürlich, wir folgen dieser schattenhaften Erscheinung. Ist aber schon schön hier. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Aha. Was haben wir hier? Nichts, was von Interesse wäre. Okay, dann... Und hopp! Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall! Hört sich sehr erbaulich an, alles hier. Das ist doch der Ort, an dem man sein will. Hey! Hey, Sie! Wer nicht an? Ich hatte einen Unfall! Ich brauche Hilfe! Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fort! Verdammt! Goldstucky! Wirklich erfreut! Eine Anzahlung ist erforderlich! Ehrlich und fair! Oh. Okay. Eine Thermoskanne. Das Problem ist, wir haben nichts. Wir haben weder eine Waffe, noch haben wir eine Taschenlampe. Manuskriptseite. Wake bekämpft einen Besessenen mit Licht. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Aha. Wow. Nein. Ja, super, wenn ich... Mist. Das ist der neueste Trend. Zwei fliegen mit einer Klappe. Die Gesundheitsverbindende Wirkung. Da ist Licht. Licht, 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 Licht. Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Ja. Ach ja, schöner Film. Ah. Was haben wir hier? Nehmen wir eben noch Batterien mit. Während ihres Aufenthaltens empfehle ich Ihnen Nordic Walking. Das ist der neueste Trend. Die gesundheitsfördernde Wirkung ist bewiesen. Sie schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Bleib weg. Telefon. Und tun gleichzeitig jetzt ja. Auf ihre Polizeiwache, Bright Falls. Wie kann... Hallo? Noch. Mann. Ach du...
Wow. Oh. Wow. Das war knapp. Aber zumindest sind wir bewaffnet. Natürlich wundert es ihn auch nicht, dass auf einmal das Tor aufgeht. Nein. Es gab noch mehr davon. Los, verzieh dich. So. Mein Schädel brummte furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Na. Glücklicherweise hast du vorher auf einem Platz geübt. Revolvermunition. Was haben wir hier? Eine Lampe. Nach links? Ja gut, hier kommen wir eh nicht lang. Was haben wir hier? Eine Kettensäge. Aber wahrscheinlich defekt. Okay. Ah. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Wohin weisen uns denn diese Pfeile? Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Aha. Ach so. Bright Falls Light and Power. Ach, das führt uns zu Geheimverstecken. Haha, wir haben eine Leuchtpistole. Naja. Hoffen wir, dass wir sie nie einsetzen müssen. Och nee. Vor allem. Bugs. Oh, wow. Ach ja, der Bugs. Lass mich allein. Ha. Revolvermunition und Batterien nehmen. Und nachladen. Okay, da kann man runter. Na? Einfach mal rein. Was haben wir denn hier oben? Eine Manuskriptseite. Sie besagt, Rose hat Tagträume von Wake. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war, doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe, nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Alles?